So. Wie groß das Solo war. Ja, die Pokémon sind teilweise riesengroß hier einfach. Guten Abend, alle, die hier gerade noch reinschneien. So. Reverse. So. Okay, hat's hier gespeichert, bitte? Guten Tag. Ich hoffe, er hat's gesaved. So. Schneid rein! Dann lasse er sich nieder oder Hello sie. there. Hello there. So, probieren wir das nochmal. Diesmal bitte mit Yes. vernünftiger Steuerung. Invertierte Steuerung. Spielst du auf der Switch, nee, auf der Wii U, tatsächlich. Okay, kriegen wir erstmal wieder Mini-Tutorial hier. Game Ward, danke dir für 5 Monate Treue. Vielen, vielen Dank. Aber wir haben noch keinen Apfel. Try to take a lot of pictures. Ja. Oh, geil. Hat das Dodo dich erwischt, oder? Jetzt hab ich's erwischt. Alter, wieso ist das Dodo so riesig? Ich hab noch nicht mal Äpfel. Komm her. Geil. Geil, Leute. Kann ich überhaupt irgendwas werfen? Ne, ich hab echt nur. Hab nur meinen Fotoknips. Die letzten beiden Zelda-Streams ging über den Chat bei mir nicht. Jetzt scheint er aber zu gehen. Deswegen willkommen hier im Cheat. Also hier müssen wir auf jeden Fall dann bald nochmal rein. Ach schön. Damals, als Pikachu noch dick war, so sieht's aus. Was ist das denn? Keine Ahnung. Können bisher nur richtig beschissene Fotos machen, weil wir weder Äpfel noch Rauchbälle haben. So. So, da ist ein Sichlor, aber das will nicht rauskommen. Und da ist auch ein Mauzi drin, glaube ich, was von irgendwas gejagt wird. Ne, es jagt. Es jagt. Kann ich schneller machen? So nicht. Habe ich auch noch nicht. Boah, ich habe noch gar nichts einfach. Ich fühle mich richtig nackt. Marcel im Chat-Tutorial-Leben ist echt interessant, aber Marcel war schon ein paar Mal hier. Er ist nur eher der Lurker, meistens. Das war der Schritt von einem Relaxo. Wunderbar, ja. Ist doch herrlich. Wusste vor 10 Minuten nicht mal, dass dieses Spiel existiert. Ja, das ist ein Klassiker unserer Kindheit. Ja, komm her! Perfekt. Also die frühen 90er oder späten 80er werden es, denke ich, auf jeden Fall noch von früher kennen. Hi. Mr. LOL, danke dir für ein halbes Jahr Treue. Vielen Dank. Wo ist man den Hintern fotografieren? Ein schöner Rücken muss ich unbedingt entzücken. Richtig genatzt einfach. So. Ich wusste gar nicht mehr, dass man einfach nichts hat am Anfang. Also, dass man Rauchbälle erst später bekommt, wusste ich. Aber ich dachte, man hätte wenigstens Äpfel oder könnte wenigstens nach vorne brettern. Marc, danke dir für 6 Monate Treue und Tristeratos, danke dir für deinen Sub und gleich hinterher noch Hixnis oder Hannes oder HXNIS. Dankeschön für deinen Sub. 6 Monate direkt. Vielen, vielen Dank. Komm bei den Glücksknilzen hin. So, ja, dann wollen wir noch mal, ne? Das ist ein gutes Taubsi-Bild. Banger Army Forever. Danke dir für 2 Monate Folgetreue. Folgetreue, Treue in Folge. So. Jeder wünscht sich einen zweiten Snap-Teil, aber Nintendo so, nee, will keiner haben. Dark Romano. 21 Jahre. Vielen, vielen Dank. Noch mehr von Dodo? Das ist cool.
Das ist richtig episch. Raffnix, danke für 4 Monate Treue in Folge. Ja, das ist ganz cool. Dort halt muss ich spielen, das hat ausgerechnet ein Tor, das jemand teleportieren kann. Ach, in Pokémon kann man noch. Ist Teleporttechnik doch echt fast schon Standard, würde ich sagen. Hm. Sind irgendwie alle scheiße, ich nehme das. Und From Chris to Rock für 19 Jahre Treue in Folge. Vielen, vielen Dank. Keine Ahnung, sind auch alle nicht so gut. Ich nehme das mal, einfach weil ich wissen will, was er dazu sagt. Evoli. Am ehesten noch das hier. Snap 2, du saust durch eine Höhle an einem Maxax vorbei und landest da in Aaron bei die Ponytalk Stream. Das wäre halt schon ziemlich geil, ja. Aber wie gesagt, habe ich euch mal von dem offiziellen Statement erzählt, warum es bis heute keinen Nachfolger von Pokémon Snap gibt. Es gibt da tatsächlich eins, also hier The Game Freak wurde ja gefragt, oder die Pokémon Company, wie auch immer, warum es keinen zweiten Snap-Teil gibt. 1989, Shy Guy, danke für 2 Monate treue Folge, vielen Dank. Die offizielle Begründung ist großartig, muss ich an dieser Stelle sagen. So, jetzt leider kein Wunderbar, aber mal gucken. Boah, geil. Taubsi, ey. Kiro, danke dir für ein halbes Jahr Treue. Vielen Dank. Und The Ship of R. Dankeschön für dein Sub. Willkommen zurück bei den Glücksknilzen. Ich danke dir. Boah, die Pose ist so broken, Leute. Das ist ein Sun Moon Remake, ja. Wonderful. Wonderful. Wunderbar, wenn ich bitten darf. Also die Begründung, die offizielle Begründung, das machen wir, nachdem wir hier mit der Bewertung durch sind. Right in the middle, ja, kann man durchgehen lassen. Wunderbar. Very nice. Wunderbar, ach, ist herrlich, ey. Ganz viel wunderbar heute, Leute. Schöner Wunderbar-Chat, Spam im Chat. Habe ich nichts gegen, wenn wir ein Wunderbar erleben. Right in the middle. Ja, ich weiß ja nicht. Wunderbar. Herrlich. So, jetzt bin ich gespannt. Was sagt er dazu? Oh ja, Grüße gefällt ihm. Wunderbar. Mein Gott. Warum nicht Deutsch? Weil Nintendo einfach versagt, was ihre Virtual Console angeht. Weil sie es nicht hinkriegen, die Spiele auf Deutsch zu veröffentlichen. Obwohl es existiert. Wonderful. Wunderbar. So zu viel wunderbar. You were close. Du warst nah dran. Schön. Lass mich raten. Ich ahne was. You were close. Ich sag ja, ein schöner Rücken muss ich unbedingt entzücken. Yay. So, krieg ich was dafür? So, während er mir jetzt wahrscheinlich irgendein neues Feature gibt. Oder auch nicht. Nevermind. So, was ist die offizielle Begründung? Also, die offizielle Begründung von Game Freak oder Pokémon Company oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, warum es kein Pokémon Snap gibt, ist ja... Also es waren 2 Begründungen und es fing an mit, ja, erstmal, sie hätten ja keine individuellen Ideen, so von wegen, ja, wie könnte man das gestalten? Und ich denke mir so, baut eine Umgebung und schickt einen Typen mit der Kamera da durch und lass fotografieren. So viel Individualität muss da nicht her. Aber die geilste Begründung ist danach, ja, die Leute würden das hier heutzutage nicht mehr spielen, weil man kann ja auch einfach mit seinem Smartphone rausgehen und irgendwas fotografieren. Like, really? Was ist das für eine Begründung? Ja, kannst du einfach rausgehen und Pokémon fotografieren. Jetzt gibt es ja auch Pokémon Go wahrscheinlich, ne? Wird das dann auch noch als Begründung genommen? Ja, ja. Was ein... Das ist der dümmste Grund ever einfach. Super, ja, wir machen kein RPG mehr. Die Leute können ja auch so einfach rausgehen und sich mit Stöcken verprügeln. Können sie ja machen. Ist ja, wer versteht das Problem nicht. Professor Eich spendet 1 Euro und sagt, wunderbar.
Und Cisco, LW, dankeschön für deine 5-monatige Treue. Vielen Dank. Hab echt nichts Neues bekommen, ne? Schade auch. Na gut, dann fahren wir erstmal ganz langsam durch die Stages. Ja, sowohl die Wii U als auch die Switch als auch der Nintendo 3DS, alle Konsolen wären einfach perfekt geeignet für ein neues Pokémon Snap. Nein, Kukuna! Verdammt, wartet. Ich muss gerade... Kann ich auf Pause drücken? Okay, wollte kurz sagen, ich muss gerade hier mal mein Mikrofon richtig hindrehen, das ist nämlich gerade halb umgekippt. Rippelektek. Ein schräger Carpador-Song, wo doch gerade noch ein Carpador-Song? Also ich kenne einen Carpador-Song, der ist aber schon ein paar Monate alt tatsächlich. Zelda Relight Töpfe kaputt machen kann man auch, ja theoretisch schon. Ich sag's dir, die Begründung gibt überhaupt keinen Sinn. Vorne und hinten nicht. Aber egal, regen wir uns nicht drüber auf, genießen lieber, dass wir immer noch das alte Spiel spielen können. Das ist ein Nebulock, auf jetzt aussieht wie ein Smogon. Oder nee, ist sogar ein Alpollo, glaube ich. Oh, das war ein guter Frame. Der könnte auch gut gewesen sein. Nein! Boah, nice. Gerade das Carpo doch richtig weggenatzt. Habt ihr das gesehen? Wir haben doch Pokémon Snap mit dem roten Pokédex. Ja, stimmt. Wie konnte ich das nur in Frage stellen? Keine Ahnung, welches das Beste davon sei. Deswegen mache ich einfach ganz viele. So. Ah ja, Dick da. So. Den Link für den Carpador-Song müsste, wenn, dann ein Mod machen, bitte. Upsala. Sonst niemand mehr da. Ich will meine Rauchbälle endlich haben. Dubioser Kerl, dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. Poképhone in Snap. Ach ja, stimmt, die wollen ja nicht fotografiert werden. Die sind ja voll schüchtern. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die jetzt... Doch, mit Essen, glaube ich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, wie auch immer ein Magnetilo einen Apfel isst. Pokémon Sun Moon ist die Snap-Funktion tatsächlich so beliebt. Ja, aber komm. Das ist nicht verwunderlich. Hat ja kaum Variabilität. Daxandi, 34 Jahre treue Dame. Vielen, vielen Dank und... Ach, komm schon, das war so klar. Hendrik, mein Bester. Ich danke dir vielmals. Willkommen zurück. Nach langer, langer Zeit. Willkommen zurück bei den Glücksknilzen. Baba! Davon als ab, dass du durch Pokémon Snap angelockt wirst. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Streit. Es gibt den Turbo-Knopf noch nicht. Ich habe die ganze Zeit den Knopf, ich habe ihn die ganze Zeit gesucht, aber den muss ich erst freischalten. Wie ich irgendwie alles erst freischalten muss. Mahlzeit, Hallöchen. Das wird nie im Leben besser sein. Wie viele Elektroball habe ich denn geknipst? Das ist perfekt. Zwar langweilig, aber perfekt. So. Nein, 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 nicht das. Nicht das. Oh, die Alpollo-Bilder sind, glaube ich, gut. Das wollte ich nehmen. So. I choose this! Ja, wir können uns das mal kontrollieren lassen, aber... Ich glaube nicht, dass das besser sein wird. Die Zubat-Bilder auch richtig schön scheiße, beide. Richtig schön schlecht. Oh. Das wird ihm gefallen. Da wird Professor Eich der Hut flattern, Leute. Endlich aufs Gutes in der Glotze. Ah, das Carpador, stimmt. Das ist auch gut. Mr. Riku, danke dir für 11 Monate Treue. Vielen Dank. So, dann... Dann check mal gegen Eich.
So. Guck mal, Hendrik da, Marcel da. Schön. Wir sind alle in guter Gesellschaft, Leute. Auch wenn man Dashboard die ganze Zeit abschmiert irgendwie. Das wird scheiße sein, oder? Oh, gar nicht so schlecht, aber schlechter auf jeden Fall. Soul Cookie Core, dankeschön für dein Sub. Willkommen an den Glücksknilzen. Vielen Dank. Ja. Wunderbar. Ach herrlich, er rastet wieder richtig aus, Leute. Das wunderbar wäre ein perfekter Subsound. Ist halt wirklich so. Ich müsste das mal irgendwie aufgenommen kriegen vom Professor Eich Original natürlich. Hyponex, dankeschön für ein halbes Jahr Treue. Vielen Dank. Poke-Event-Verteilung, besonderes Wolverock. Was hat denn dieses besondere Wolverock so? Eine 4-Euro-Spende bekommen von General Cowslip. Dieses Spiel machte mich zum Fotograf. Schöne Erinnerung, danke. Jetzt ernsthaft? Also, erstmal danke für die Spende natürlich. Ja, bist du, meintest du das jetzt eher so, weil du im Spiel Pokémon fotografiert hast, oder bist du wirklich Fotograf geworden deswegen, weil es dich inspiriert hat? Das interessiert mich jetzt. Ja, danke auf jeden Fall für die Spende. Kakuna Rattata. Nicht Kakuna, Merkun, please. Gleich einkaufen gehen, bin gleich wieder voll. Da braucht nämlich auch ein Geschenk für die Queen. Die ist 80 geworden. Was die in ihrem Alter noch für wunderbare Haut hat. Ach, herrlich. Alter, die Pose. Was? Oh, da fand das gar nicht so schlecht, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Ich war lange Zeit beruflich Fotograf. Echt cool. Ja, nice. So inspiriert Videospiele junge Leute, nicht wahr? Wonderful. So, dick da. Die Posen funktionieren immer gut. Denn ganz viel wunderbar. Wolverock mit Steinkarte, Feuerschlag, Tiefschlag, Schwert, als Leben, Morbus, Schildlos. Okay. Na dann. Also das Nacht-Wolverock wahrscheinlich. Es juckt mich leider relativ wenig. Wie viele Pokémon gibt es noch mal zu fotografieren? 63 oder so? Gibt es jetzt was für mich? Yay, yeah, voll geil! Okay. Schnieke, so. Jetzt haben wir endlich einen Apfel, Leute. Das heißt, wir können ja gleich nochmal rein. Ich will endlich die Vorspulfunktion. Oder geht das, wenn man einen Kurs das zweite Mal besucht? So, hallo Pikachu. Bom. Verdammt. Bom. Komm, explodier. Yeah. Boing. Ich kann leider echt immer noch nicht vorspulen. Dreh dich mal um, Electek. Speedmon kriegt man als letztes erster. Super. Na, ganz geil. Ich werde jetzt einfach in ihm reinfahren. Aber ich habe das Electek damit gerettet. Kann man doch auch mal als nett ansehen, oder? Oh, Snap! Hab gesehen, dass du gestreamt. Das war voll der Wortwitz. So. Wow, holy shit. Okay, da kamen mehr runter, als ich gerade erwartet hatte. Kommen hier auch noch mal ein paar runter? Ja, schön. Schön daneben. Komm mit, Pikachu. Ja, das bringt aber noch nichts, glaube ich, ne? Ich glaube, da muss ich noch die Flöte aktivieren dann. Ja. Schade. Boing. Einfach überall das Gegenwerfen. Das ist jetzt Pokémon-Quälerei. Nein, alles für die Forschung. Für die Forschung. Merkt ihr beim Explodieren, sieht aus wie auf, als wäre es auf dem Klo. Wer weiß, ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wie schlimm die Verstopfungen sind, die so ein Elektro-Pokémon hat. Warum ist Kokuna in dem Spiel eigentlich so creepy? Ich finde es jetzt nicht schlimmer als sonst. Ah ja, stimmt, so ging das, ne? Musst du die irgendwie alle fotografieren? Und dann Apfel hinwerfen oder so?
Irgendwie, es war ganz, ganz merkwürdig mit Diktri hier. So, das Pikachu nicht mitgespielt, habe ich einfach einen Apfel auf ihn geworfen. Wir haben eine 5-Euro-Spende bekommen. Ich werde sie gleich vorlesen, weil die ist relativ viel zum Vorlesen. Boing. Sonst verpasse ich hier noch was. So. Hat Magnetilo und Apfel? Okay, ich dachte, er hätte ein bisschen mehr Licht gemacht. So. Ich mache jetzt erst das hier hinten. Boing. Muss ich halt nochmal rein. Muss ich sowieso später. Muss ich eh nochmal. Also passt das schon. Und er hält jetzt erstmal an, denkt sich so, boah, was? Denkt er sich nur, Sailor Talk. Alter, wie er guckt, er ist so sagenhaft hässlich. Die war es, der Wahnsinn. Danke dafür 20 Jahre Treue. Vielen, vielen Dank. So, 5 Euro haben wir eben bekommen von Mr. Riku. Zui und Dake. An was erinnert mich das? Ach ja, ich werde dich vernaschen, Pac-Man. Falls der Herr Shumaru sich daran überhaupt erinnert. Hallo? Als ob ich mich nie an Pac-Man erinnern würde. Dankeschön für deine Spende, mein Bester. Wunderbare Fotos hier. Das sieht eigentlich großartig aus, aber ich nehme das. Ich glaube, das gibt mehr Punkte. The Kurumoi, danke dir für 17 Jahre Treue. Ich danke dir. Das wird nicht besser sein, aber ich zeig's dir mal. Wobei, vielleicht, weil mehrere drauf sind. Das sieht sogar ganz niedlich aus. Ich nehme das mal. Schön Electric. Magnetilo von hinten. Naja. Pummeluff von oben gesehen. Richtig der Dick-Move. Muss bei ihm was schauen, weil mein Dashboard ist irgendwie tot und ich hätte mein Dashboard irgendwie gerne. Ich fände es schön, wenn mein Dashboard leben würde. Ja, natürlich, jetzt lebt's wieder, wenn ich den Stream selbst öffne. Na egal. So, okay, dann guckt ihr das mal an. Ja, guck mal, wie geil das ist, ne? Mega Lappen! 3 Monate Treue. Ich danke dir vielmals. Oh, die Pose findet er richtig, richtig nice. Mhm, gut gemacht, war das jetzt quasi. Na, es sind mehrere drauf. Vielleicht gefällt ihm das. Oh, aber es ist nicht in der Mitte des Bildes. Ich glaube, das wird auch schlechter sein. Einfach, ja, weil es ein bisschen kleiner ist. Aber das könnte besser sein. Wegen der Pose, ja. Warum hat deine Cam jetzt eigentlich einen anderen Winkel als bei der Soul Link? Das, eigentlich ist das mein normaler Winkel hier. Der Soul Link Winkel ist der Special. Und mein Dashboard ist wieder tot. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Das liegt daran, weil schau mal, ich muss ja, also es wäre merkwürdig, wenn ich quasi nicht auf das Spiel gucken würde. Stell dir mal vor, die Cam wäre jetzt so gut, dass ich in die andere Richtung schaue beim Spielen. Und weil ich quasi bei der Soul Link auf dem Bildschirm schaue, ist es da besser, wenn die Cam auf dem anderen Bildschirm steht. Wenn ich den linken Bildschirm benutze, ist es besser, wenn die Cam auf dem rechten Bildschirm steht. Weil die Cam bei der Soul Link ist ja rechts. So.